Wenn man in SimpleBIM den Bearbeitungszustand der EFC-Datei einfach mal nur zwischenspeichern möchte, dann geschieht das in dieser Software im proprietären Format Cube. Naja, einfach im Menü Datei, Speichern unter, ein nettes Plätzchen raussuchen. Wenn man dann ein nettes Plätzchen hat, vergibt man natürlich einen Namen, der vielleicht zum Projekt passt und hat hier das Dateiformat Cube, das eigene Dateiformat von SimpleBIM und speichert den ganzen Spaß ab. Und so kann man sich dann mit diesem gespeicherten eigenen Format Stück für Stück mit weiteren Zwischenspeicherungen immer weiter durcharbeiten, bis man die Sachen dann mal abgearbeitet hat und man hat vielleicht auch Templates, Automatisierungen hier in der Software dann genutzt, um das Ganze dann zu bereinigen, anzureichern, was man halt eben in der IFC-Datei am Ende so alles erreicht haben möchte.